designed by design seminar. كذلك ما يتعلق بالمكان، يعني ما يتعلق بجلوس الإنسان في هذا المكان. جبريل عليه السلام عندما جلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم جلس جلسة المتأدب المتعلم، أنصت لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقاطعه. Und genauso wie wir uns in diesem Ort verhalten. Und zwar hat dieser Ort auch eine Art und Weise, wie man sich hier hinsetzt. Und wir haben gesehen, dass der Engel Gabriel, als er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen ist und sich zu ihm gesetzt hat, hat er sich auf eine Art und Weise hingesetzt, die darauf gezeigt hat, dass er Verhalten Anstand hatte und dass er etwas lernen will. طبعا لا احد يعني يعبث بجواله او يعبث باي شيء يعني انشغل عنا في هذه الدوره. نعم. Und keiner soll bitte mit seinem Handy oder mit irgendetwas anderem spielen während diesem Seminar. فلا بد ان يتغير الحال وان نزداد علما، وقل رب زدني علما. لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بان يستزيد من شيء الا من العلم، وقل رب زدني علما. نعم. Und wir müssen uns auf jeden Fall ändern und das muss auf jeden Fall eine Änderung bringen. Wir müssen Wissen lernen und Allah befiehlt dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu sagen, oh Allah, gib mir mehr Wissen und er sollte nichts um mehr wissen außer dem Wissen. نبدأ بإذن الله تعالى بما يتعلق بتفسير الفاتحة وقصر السور، أي من الضحى إلى الناس. نعم. Und die Unterrichtsreihe, mit der wir anfangen, wird sein die Erklärung der Sura al-Fatiha. Und die Erklärung der kurzen Suren von Surah Duha bis zur letzten Sura des Koran. لو قال لنا قائل لماذا ندرس التفسير؟ لماذا ندرس التفسير؟ ما الفائدة من دراسة هذا العلم؟ من دراسة هذا العلم، علم التفسير. نعم. Wenn jetzt jemand fragen würde, warum lernen wir diesen Tafsir, also die Erklärung des Koran, was ist der Nutzen daraus von diesem Wissen? ما الفائدة؟ من يعرف؟ Wer weiß es? ما الفائدة من دراسة علم التفسير؟ ما هي الفائدة؟ خشوع. نعم. يقول من الفوائد أن الإنسان إذا عرف معاني الآيات يخشع في صلاته. نعم. Einer der Nutzen ist, wenn der Mensch die Bedeutungen der Verse Allahs kennt, dann ist er demütig in seinem Gebet. وغيره. Und weiter? نعم. كلام الله ندرس علينا نعلم كلام الله. يقول ما يمكن أننا نعرف معاني كلام البشر، وأحيانا تتعلم مثلا اللغة الألمانية حتى تعرف هذا الذي يتكلم به بعض الناس الآن في هذه البلاد، وكلام رب العالمين لا تفهم منه شيء. ما يمكن. أهم ما يكون معرفة هذا العلم وهو علم التفسير حتى نفهم كلام الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن حتى نعمل به. كيف نعمل به؟ بمعرفة معاني هذا القرآن. نعم. Und es ist sehr wichtig zu verstehen, was Allah gesagt hat. Der Mensch drängt sich manchmal an, um zum Beispiel die deutsche Sprache zu lernen, um zu verstehen, was die Menschen sagen. Wie viel dann müssen wir uns anstrengen, um Allahs Worte zu verstehen? Weil das ist das Wort des Herrn der Welt. كيف يكون هذا الكتاب دستور لنا ولا بد أن نعمل به ونحن لا نفهم منه شيء؟ نعم. Wie kann sein, dass dieses Buch eine Lebensgrundlage, eine Lebensform für uns darstellt und wir müssen das praktizieren, aber wir wissen nicht, was da drin steht. وحتى نقع في موقع في الفرق الضالة من صلى الله عليه وسلم أنهم يقرؤون القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجاوز تراقيم، يعني ما يعرف شيء من القرآن إلا القراءة فقط. نعم. Und damit wir nicht so wie die enden, die verschiedene Gruppen sich in verschiedene Gruppen spalten. Und sie lesen den Koran, doch der Prophet sagt, der Koran sinkt nicht unter ihren Hälsern. Das heißt, sie lesen ihn nur, aber sie verstehen ihn nicht und praktizieren ihn nicht. وحتى نعمل بالقرآن، لأن لا يمكن أن نعمل إلا بعد أن نتعلم، لأن أولا العلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم بعد هذا يأتي العمل. واستغفر لذنبك. نعم. Und damit wir auch den Koran leben können. Und wir können ihn nur dann leben, wenn wir darüber Wissen haben. Deswegen sagt Allah zu seinem Propheten, wisse, dass es keinen Gott gibt außer Allah und bitte Vergebung für deine Sünden. وهذه هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم. نعم. Und das ist auch der Weg des Sahaba mit ihm. يعني نفسر القرآن
وبالسنة وباللغة العربية نعم. ما هي أحسن الكتب المؤلفة في التفسير؟ نعم. besten Bücher im Thema Erklärung des Koran. أو أي كتب التفسير نقرأ؟ عندنا كتب كثيرة مؤلفة بالتفسير، فأي كتاب أقرأ؟ ما الذي يعني يصلح لي في دراسة هذا العلم؟ نعم. oder welches Buch über die Erklärung des Koran soll ich lesen? welches wird mir nutzen in diesem Wissen? هذا ليس لي أو لكم يعني اختيار الكتب، هذا لابد من الرجوع فيه إلى أهل الاختصاص. نعم. Und das, die Entscheidung hierbei liegt nicht bei mir oder euch, sondern wir müssen uns in diesem Thema zu den Gelehrten wenden. رجعنا إلى أهل الاختصاص، وقال أهل الاختصاص أن أحسن ما أُلف أو من أحسن ما أُلف في هذا الباب للمبتدئ تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعيد رحمه الله. نعم. Und die Gelehrten empfehlen als Anfänger in diesem Thema Erklärung des Koran, dass man den Tafsir, also die Erklärung liest von dem Sheikh Abd al-Rahman al-Sa'di. نعم، وهذا تفسير واضح سهل لا يحتاج إلى شرح، وكذلك يعني المؤلف رحمه الله تعالى فيه أراد أن نعمل بالقرآن وهذا المهم عندنا. نعم. Und das ist eine Erklärung, die jeder Mensch versteht, die keine weitere Erklärung braucht. Und der Autor hat damit beabsichtigt, dass jeder, der das liest, auch damit praktizieren kann. تبحث عن هذا الكتاب وتشتريه. Du suchst das Buch und kaufst es. أو يمكن تحميل هذا الكتاب على الأجهزة المتطورة الآن ولله الحمد. نعم. Und man kann das auch runterladen auf den Desktop. أو تستطيع أن تنزل هذا الكتاب مسموع. يعني تستمع إليه موجود هذا الكتاب حتى لا يعني تحمل عناء القراءة وشراء الكتاب ممكن. نعم. Und es ist sogar die Möglichkeit geboten, das als Hörbeispiel, also als Höraudio runterzuladen und zu hören. بماذا تبدأ؟ أي السور تبدأ؟ نعم. Mit welcher Sure, mit welchem Kapitel des Koran fängst du jetzt an? أنا أبدأ بسورة الفاتحة لأنها تتكرر علينا وهي أم القرآن وأم الكتاب. وهي الفاتحة التي افتتح بها القرآن. نعم. Wir beginnen mit der Sura al-Fatiha mit der eröffnenden. Warum? Weil wir die ständig lesen und weil das die Mutter des Buches und des Koran ist. وباختصار السور من الضحى إلى الناس لماذا؟ لأنها تتكرر كثيرا في الصلوات المفروضة. Und wir beginnen auch mit den kleinen Suren wie zum Beispiel von der Sura Duha bis zum Ende, weil das sind Suren, die wiederholen sich und werden oft in den Gebeten gelesen. ثم بعد هذا تبحث عن السور التي تتكرر دائما أو فيها تشويق للقراءة أو للسماع فيما يكون في هذا الكتاب أي من تفسير ابن سعد رحمه الله. نعم. Und danach beginnen wir auch mit Suren, die sich wiederholen und die da, worin eine Erklärung liegt von dem, was wir jetzt sehen werden. يعني هناك بعض السور تشوق لهذا العلم الشريف. نعم. Und es gibt nämlich es gibt Suren im Koran, die lassen dich danach sehnen, also nach diesem Wissen des Tawhid. Surat al-Kahf. Zum Beispiel die Sura al-Kahf. Surat Maryam. Zum Beispiel Sura al-Maryam. Surat مثلا يوسف عليه الصلاة والسلام. Oder Surat 12 Yusuf. Surat al-Qasas, وهي على اسمها. Qasas. نعم. Oder die Sura al-Qasas, die Geschichte. فهذه السور يعني القراءة في تفسير هذه السور يجعلك تشتاق لسماع كل ما يكون في هذا الكتاب المبارك. نعم. Und wenn du die Erklärung von diesen genannten Kapiteln liest, dann bekommst du Sehnsucht nach dem, was in diesem Buch steht. وعندنا أمر مهم أيضا، يعني لابد أن تعرف خلاصة السورة، يعني هذه السورة مثلا سورة الفاتحة ماذا فيها؟ سورة الكهف ماذا فيها؟ سورة الضحى ماذا فيها؟ لابد أن تعرف موضوع هذه السورة وعلى ماذا تكلمت هذه السورة. نعم. Und es gibt eine wichtige Sache, die wir immer wissen müssen. Wenn wir ein Kapitel lesen, wir müssen wissen, welches Fazit oder welches Ergebnis können wir aus dieser Sure lesen? Welche Besonderheit hat diese Sure und welches Thema hat diese Sure? Müssen wir verstehen. يعني تعرف المعنى الإجمالي أو محتوى هذه السورة أو موضوع هذه السورة. نعم. Dass du auf jeden Fall weißt, allgemein gesehen, welches Thema hat das und worum geht es in dieser Sure?
نعم. بعد هذا عندنا أيضا أمر مهم جدا، يعني عندما تسمع لقراءة بعض الأئمة أحيانا ماذا تصنع؟ مجرد ما تسمع هذه الآيات ترجع بعد الصلاة وتستمع إلى تفسير هذه الآيات حتى تستحضر دائما معاني القرآن. نعم. Und es passiert oft, dass du im Gebet oder von Rezitatoren eine schöne Rezitation hörst. Was machst du danach? Danach kommst du und suchst nach der Erklärung von dem, was du gerade gehört hast. نتذاكر مع بعضنا البعض كما كان يصنع السلف رضوان الله عليه. يعني تأتي وتسأل تقول ما معنى إن شانئك هو الأبتر؟ نعم. Und wir werden uns untereinander daran erinnern, so wie unsere rechtschaffenen Vorfahren es gemacht haben. Und wir fragen einander über die Verse, die, zum Beispiel, was bedeutet in der Scharia Kuwaita, was bedeutet dieser Vers? Ja, وعلى هذا بإذن الله تعالى تستطيع أن تضبط هذا العلم بإذن الله تعالى. نعم. Und auf diese Art und Weise wirst du mit Allahs Erlaubnis dieses Wissen festhalten können. نبدأ بتفسير سورة الفاتحة لأنها يعني تتكرر كثيرا. وهي أم الكتاب على ما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. Und wir werden jetzt beginnen mit der Al-Fatiha, weil das die Mutter des Buches ist, wie das der Prophet صلى الله عليه وسلم erwähnt hat. نعم. هذه السورة لها أسماء. Diese Sura hat verschiedene Namen. نعم. تسمى بما؟ Wie wird sie genannt? نعم. أم الكتاب. تسمى أم الكتاب. يعني كل ما في القرآن لابد أن يكون في هذه السورة. نعم. Sie wird genannt die Mutter des Buches. Warum? Weil alles, was in diesem Buch, dem Koran, ist, wird hier zusammengefasst in der Fatiha. ففيها كل ما يكون في القرآن لابد أن يكون في هذه السورة. نعم. على أن يعني سورة تكون من سبع آيات. نعم. Und obwohl diese Sure nur aus sieben Versen besteht, beinhaltet sie alles, also jedes Thema, was im Koran vorkommt. أم القرآن أم الكتاب. نعم. Sie wird genannt die Mutter des Buches oder die Mutter des Koran. Wie noch? وتسمى أيضا الفاتحة. لماذا تسمى بالفاتحة؟ نعم. Sie wird außerdem noch genannt الفاتحة, also die Eröffnende. Warum? لأن القرآن افتتح بماذا؟ بهذه السورة. وتفتتح الصلاة بهذه السورة. Weil der Koran mit dieser Sure eröffnet wird und das Gebet von jedem Muslim mit dieser Sure eröffnet. وتسمى سماها النبي صلى الله عليه وسلم رقية لأن الإنسان إذا علم به مرض أو شيء ماذا يصنع؟ يقرأ هذه السورة سورة الفاتحة. نعم. Der Prophet صلى الله عليه وسلم hat sie als eine Heilmethode bezeichnet. Warum? Weil wenn der Mensch krank wird, dann liest er über sich selber diese Sure. وتسمى السبع المثاني. Und sie wird auch genannt die sieben Beispiele. يعني لأنها من سبع آيات. نعم. Weil sie aus sieben Versen besteht. طيب قبل أن نبدأ بسورة الفاتحة نمر على الاستعاذة والبسملة. الاستعاذة قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. Und bevor wir jetzt aber die Sure an sich erklären, gehen wir erstmal das Zuflucht suchen und die Besmele durch. Das heißt, dass man sagt, ich suche Zuflucht bei Allah vor dem verfluchten Schäfer und dass man sagt, im Namen Allahs des Allerbarmers des Barmherzigen. طيب الاستعاذة قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا نستعيذ قبل قراءة القرآن؟ Dieses Zuflucht suchen. Warum suchen wir Zuflucht bei Allah, bevor wir den Koran lesen? لماذا نستعيذ قبل القراءة؟ Warum؟ لأننا الآن عندما نقرأ القرآن هذه عبادة لله سبحانه وتعالى. لماذا نستعيذ؟ Wenn wir doch den Koran lesen, dann machen wir doch gerade eine Anbetung, eine gute Tat. Warum suchen wir davor Zuflucht? نعم. عمل صالح هذا لماذا تستعيذ؟ نعم. لأن الشيطان لا يريد منك الطاعة والعبادة يريد منك ترك الطاعات والعبادات فحتى تجتنب هذا الشيطان ماذا تصنع؟ نعم. Warum? Weil der Shaitan will nicht, der Satan will nicht, dass du gute Taten machst oder Allah gehorchst, sondern er will, dass du das unterlässt. تستعيذ. تقول أعوذ يعني ألتجئ وأعتصم. نعم. Und damit du das loswirst und diesen Einfluss von Satan loswirst, sagst du, ich suche Zuflucht bei Allah. Das heißt, du suchst einen Ort der Zuflucht. ألتجئ وأعتصم بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. لأنه لا يمكن أن يصرف هذا لغير الله. نعم. Du suchst Zuflucht bei wem? Oder du hältst dich an wen? Du hältst dich bei Allah. من
من الشيطان. نعم. Vor wem? Vor dem verfluchten Satz. لأنه خرج عن طاعة الله. Weil er selber die Gehorsamkeit Allahs unterlassen hat. والرجيم، معنى الرجيم أي أن الشيطان مرجوم، يعني مطرود من رحمة الله. نعم. Und dieses Wort verflucht, also der verfluchte Satan, bedeutet, dass er aus der Barmherzigkeit Allahs vertrieben ist. أو الرجيم، المعنى الثاني، لأنه يرجم، يعني يرمي، يرمي من؟ يرمي بني آدم، يحارب بني آدم ويرمي بني آدم من طريقين، من طريق الشبهات ومن طريق الشهوات. الشهوات صغار وكبائر، والشبهات بدعة، والشرك والشرك أكبر وأصغر. Und was bedeutet noch eine weitere Bedeutung von diesem Wort Rajim? Bedeutet, dass er den Sohn Adams bewirft und angreift und ständig im Krieg ist mit ihm. Er greift ihn an von zwei Wegen. Einmal durch Zweifel und einmal durch die Gelüste. Die Gelüste bedeutet kleine und große Sünden. Und durch Zweifel bedeutet, dass er den Sohn Adams dazu führt, Neuerungen in der Religion zu machen oder ihn auf die Beigesellung Allahs, also den Schirk führt. Ja. ثم بعد هذا تأتي بالبسملة ببسم الله الرحمن الرحيم. Nach dieser Zuflucht suchen kommst du dann mit der Basmala. Dann sagst du im Namen Allahs des Allerbarmherzigen, des Barmherzigen. عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم ما معنى هذا؟ Wenn du das sagst, was bedeutet das? يعني تقول بسم الله أقرأ القرآن، وتقول بسم الله آكل، وبسم الله أتوضأ، وبسم الله أدخل المسجد. وعلى هذا نعم. Du sagst zum Beispiel im Namen Allahs lese ich den Koran, im Namen Allahs esse ich und im Namen Allahs trete ich jetzt in die Moschee ein. ولماذا تسمي؟ لأن أي شيء يذكر عليه اسم الله سبحانه وتعالى تحل فيه البركة. نعم. Warum nennst du den Namen Allahs, wenn du diese Taten machst? Weil alles, worin Allahs Name erwähnt wird, darin kommt der Segen. ذهب عنك الشيطان بالاستعاذة. الآن تريد أن الله سبحانه وتعالى يبارك لك في هذه القراءة، فماذا تصنع؟ تفتتح هذه القراءة بذكر الله سبحانه وتعالى، وكل شيء يذكر عليه اسم الله تحل فيه البركة. نعم. Du hast Zuflucht gesucht bei Allah und Allah hat den Shaitan von dir entfernt. Jetzt sagst du im Namen Allahs. Warum? Weil du willst von Allah, dass er dir Segen gibt in dieser Lesung, die du jetzt vornimmst. وكأنك تقول لا أبدأ قراءة القرآن إلا بذكر الله سبحانه وتعالى وبسم الله. نعم. Und es ist wie wenn du sagst, ich beginne nicht den Koran zu lesen, außer indem ich Allah gedenke und im Namen Allahs es tue. Allah, ما معنى الله؟ الله هو المألوه أي المعبود محبة وتعظيما، يعني خوف ورجاء. نعم. Und was bedeutet Allah? Allah ist derjenige, der angebetet wird, zu dem Hoffnung gestellt wird. Und deswegen verherrlichen wir Allah und hoffen auf Allah. الرحمن والرحيم. الرحمن ذو الرحمة العامة التي تشمل كل مخلوق مسلم وكافر. والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. نعم. Wir sagen Ar-Rahman, also der Al-Abama, das ist eine Barmherzigkeit Allahs, die jedes erschaffene Geschöpf trifft. Alle Geschöpfe werden mit dieser Barmherzigkeit umfasst. Und Ar-Rahim, also der Barmherzige, das ist für die Gläubigen seiner Dienste. الرحمن ذو الرحمة العامة والرحيم ذو الرحمة الخاصة. Also ist der Al-Abama derjenige, der für alle Geschöpfe barmherzig ist und der Barmherzige eine spezielle Barmherzigkeit für seine Diener. أول آية في سورة الفاتحة ما هي؟ هل هي البسملة؟ لا، البسملة ليست من الفاتحة. أول آية في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين. نعم. Welcher Vers ist der erste Vers in dieser Sura Al-Fatiha? Ist das die Basmala? Nein, das gehört nicht zur Sura, sondern der erste Vers ist Alhamdulillahi Rabbil Alamin. نعم. هذه السورة فيها أن الله سبحانه وتعالى بدأ في هذه السورة بالحمد. الحمد لله رب العالمين. نعم. الحمد هو ذكر المحمود بجميل الصفات على وجه المحبة والتعظيم. هو ذكر المحمود سبحانه وتعالى على وجه المحبة والتعظيم. نعم، بجميل الصفات على وجه المحبة والتعظيم. Diese Sure hat mir gesagt, beginnt mit dem Lob. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Das heißt, dass du Allah lobst, der Gelobte, mit Liebe und mit Verherrlichung.
mit allen seinen vollkommenen Eigenschaften. لماذا تحمد الله سبحانه وتعالى؟ تحمد الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبية، لابد أن يفرد بالألوهية، لابد أن يفرد بالعبادة. نعم. Warum lobst du Allah? Weil Allah der Einzige ist, der die Herrschaft hat und der Einzige ist, der die Anbetung verdient und der Einzige ist, der die vollkommenen Namen und Eigenschaften hat. تقول كل المحامد لله. ولله اللام هنا للاختصاص والاستحقاق، يعني لا أحد يستحق الحمد إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. sprichst also aus und sagst alles Lob gebührt Allah. Alles Lob, was dich sammeln kann, gebührt Allah. Warum? Weil nur ist es, der dieses Lob verdient. لماذا أحمد الله؟ لأنه هو الرب، هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو المدبر سبحانه وتعالى، لأنه منفرد بالربوبية لا بد أن يفرد بالألوهية. نعم. Und warum loben wir Allah? Weil Allah ist es, der Schöpfer ist, der der Herrscher ist, der der Versorger ist. Und weil dieser Herrscher ist, ist auch der Einzige, der angebetet werden darf. خلق الخلق ولم يتركهم سدى. علمنا وأرسل إلينا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل علينا الكتب. نعم. Er hat die Schöpfung erschaffen und sie nicht sinnlos gelassen. Sondern hat uns beigebracht und hat Bücher und Propheten zu uns gesagt. وأمدنا بالنعم فيستحق الحمد سبحانه وتعالى لا غير. نعم. Alle Gnaden, die wir haben, kommen von Allah, so verdient das Lob dafür. إذا الحمد لله هذا توحيد الألوهية ورب العالمين توحيد الربوبية. نعم. والرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات. So ist das Loben Allah, dieses Alhamdulillah am Anfang der Sure, ist der Tauhid in der Anbetung. Und der Herr der Welten ist der Tauhid, der Eingottglaube in seiner Herrschaft. Und danach kommt Ar-Rahman Rahim, der Al-Erbarmer, der Barmherzige. Und das ist der Eingottglaube in den Namen und Eigenschaften. نعم. إذا الآن سورة الفاتحة فيها التوحيد، فيها أنواع التوحيد الثلاثة. توحيد الربوبية، إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. So ist in dieser Sura Al-Fatiha enthalten alle drei Arten des Eingottglaubens: die Herrschaft und die Anbetung und die Namen und Eigenschaften. Das bedeutet auch, dass hier innen drin die Einzigkeit Allahs in der Anbetung, das heißt, die Diener beten keinen anderen an außer Allah. توحيد الأسماء والصفات إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. نعم. Und die Einzigkeit Allahs in seinen Namen und Eigenschaften bedeutet, dass nur die vollkommenen Namen und Eigenschaften besitzt. ثم تقول مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين. فالله سبحانه وتعالى ملك ومالك. نعم. Und danach sagst du der Herrscher am Tag des Gerichts oder der König am Tag des Gerichts. لأن قد يكون عندنا ملك لكن لا يمتلك كل شيء. وقد يكون عندنا إنسان يمتلك أشياء لكن ليس له ملك عام. فالله سبحانه وتعالى له الملك الكامل وهو ملك لا كملوك الدنيا. نعم. Und so ist Allah der vollkommene König. Das heißt, nicht wie die Könige dieser Welt, die nur einen Teil besitzen oder nur einen Teil Herrschaft haben. Allah hat den vollen Besitz, den vollkommenen Besitz und die vollkommene Herrschaft, das vollkommene Königreich. مالك يوم الدين، يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب. نعم. Und wir sagen, der Herrscher am Tag des Gerichts. Was ist der Tag des Gerichts? Was ist der Tag des Gerichts? Heißt der Tag, an dem belohnt wird und bestraft wird. لماذا خص هذا اليوم، أي اليوم الآخر، أي يوم الجزاء والحساب بالذكر، مع أن الله سبحانه وتعالى يملك الدنيا والآخر. نعم. كل هذا ملك لله سبحانه وتعالى حتى يوجب مننا الخوف وهذا يؤدي إلى العمل. نعم. والإيمان بالجزاء والحساب والإيمان باليوم الآخر. نعم. Und warum sagt hier Allah, er sei der Besitzer oder der Herrscher am Tag des Gerichts? Er besitzt doch alles außer den Tag des Gerichts auch. Aber Allah will damit erreichen, dass wir an die Abrechnung denken, an die Belohnung und die Bestrafung. Und das bringt den Menschen dazu, sich anzustrengen, für sich für diesen Tag vorzubereiten. نعم. هذا القسم الأول من هذه السورة. لأن السورة هذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم.
Und das war der erste Teil von diesem Kapitel. Die lässt sich in drei Teile teilen. نعم. الآن تقول بعد هذا تقول إياك نعبد وإياك نستعين. يعني لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى. العبادة حق لله ولا يصح أن يصرف منها شيء لغير الله. نعم. Danach sagst du, dir alleine dienen wir und dich alleine bitten wir um Hilfe. Warum? Weil diese Anbetung eine Sache ist, die nur an Allah gerichtet werden darf. إياك نعبد أي لا يمكن أن يصرف شيء من العبادة لغير الله. نعم. Dich allein beten wir an bedeutet, dass es unmöglich ist, eine Art von Anbetung zu einem anderen außer Allah zu stellen. والعبادة تحتاج إلى افتقار إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا تقول إياك نستعين يعني لا نطلب العون إلا من الله سبحانه وتعالى. نعم. Und die Anbetung braucht dass du dich arm fühlst vor Allah und dass du Allah brauchst, dass du dieses Gefühl hast. Deswegen sagst du, dich allein bitten wir an und dich alleine bitten wir um Hilfe. لماذا تعمل ولا تتكل على ما كتب في اللوح المحفوظ من أن الإنسان شقي أو سعيد؟ نعم. Warum macht der Mensch Taten? Warum verlässt er sich nicht darauf, was in seiner Vorherbestimmung geschrieben wurde in der Tafel? فعندما تقول إياك نعبد إياك نستعين تقول يا رب أنا أؤمن بما كتب أو كتب القلم من أن الإنسان شقي أو سعيد وكذا وهذا يؤدي بي إلى العمل يعني أنا أجمع بين الشرع وبين الإيمان بالقضاء والقدر. نعم. Du sagst, wenn du anbetest, sagst du zu Als wenn du sagst, ich glaube an das, ich glaube an das, was mir vorgeschrieben wurde in der Tafel, ob der Mensch ein Höllenbewohner oder ein Paradiesbewohner sein wird, aber du sagst, ich strenge mich an, ich bitte dich um Hilfe und strenge mich an, um auf den richtigen Weg zu kommen. الثالث الدعاء وهذا من أنفع الدعاء هذا الدعاء الذي في الفاتحة تقول اهدنا نعم اهدنا أي تطلب من الله سبحانه وتعالى أي هداية من يعرف لأن عندنا الهداية تنقسم إلى قسمين هداية دلالة وإرشاد تبين وهداية توفيق أي سلوك الطريق فأي هداية نطلب من الله من يعرف نعم Danach sagst du, der dritte Teil dieser Sura ist Bittgebet. Das heißt, du bittest Allah und sagst, اهدنا, also leite uns recht. Welche Rechtleitung ist damit gemeint? Es gibt zwei Arten von Rechtleitung. Die eine Rechtleitung ist, dass Allah dir Erfolg gibt, dass du diesen Weg gehst. Und die andere Rechtleitung ist, dass dir dieser Weg gezeigt wird und klar gemacht. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الله سبحانه وتعالى له أي هداية هداية التبيين والبيان والإرشاد وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يعني يبين للناس هذا الدين نعم. Und Allah hat den Propheten صلى الله عليه وسلم bestätigt, dass eine Rechtleitung ist. Welche Rechtleitung? Die Rechtleitung der Klarlegung, des Offenlegens der Beweise. أما هداية التوفيق الدخول لهذا الدين هذا لا يملك النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى هذا أنه لا يملك أحد هذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هذا غيره من باب أولى لا يملك هذا إلا الله سبحانه وتعالى نعم Aber was die Rechtleitung angeht, die bedeutet, dass es der Erfolg ist, in diese Religion einzutreten und diesen Weg zu gehen, das hat der Prophet صلى الله عليه وسلم nicht besetzt und das besitzt, wenn das nicht besitzt, auch keiner außer ihm. أي هداية إذن تريد؟ Welche Rechtleitung bittest du jetzt gerade Allah? من يعرف؟ هداية أن الله يدلك على الطريق أو يوفقك إلى سلوك هذا الطريق نعم هداية التوفيق أن يسلك طريق الرشد هداية التوفيق ها هداية الدلالة والإرشاد ما يمكن أخواننا أننا نطلب هداية دون الأخرى لأن لو طلبنا هداية دون الأخرى معناه إما أن نريد أن نكون إما كاليهود أو كالنصارى لأن اليهود لديهم علم لكن لم يوفقوا للعمل نسأل الله عليه السلام والنصارى لديهم عمل لكن لم يوفقوا إلى العلم وتطلب من الله أن يعلمك ويوفقك إلى سلوك هذا الطريق هذا معناه أننا لم نفهم الفاتحة نعم
Wir bitten um beide Rechtsleitungen von Allah, weil es ist unmöglich, dass du nur eine bittest. Wenn du eine bittest, dann wirst du enden wie die Juden oder die Christen. Die Juden haben Wissen, aber die setzen das nicht um. Möge Allah uns bewahren. Und die Christen machen Taten, aber nicht auf Basis von Wissen. Deswegen bitten wir Allah um beide Rechtsleitungen, sowie die der Klarlegung und die der Rechtsleitung, dass wir das machen. Ja, إذا معنا عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم تقول يا الله دلني على الطريق وفقني إلى سلوكي. نعم. Wenn du sagst, bitte mich, leite mich auf dem geraden Weg, dann sagst du, oh Allah, zeige mir den Weg und gib mir den Erfolg, den Weg zu gehen. وما هو هذا الطريق؟ الطريق هذا وصف بأنه صراط مهيأ مذلل يعني لا يوجد فيه أي عقبات أو التواء أو غير هذا طريق مستقيم هو الطريق الموصل طريق واحد نعم. Und was für ein Weg ist das? Dieser Weg wurde beschrieben, dass es ein gerader Weg ist. Keine Kurven oder keine Abbiegungen und keine Erschwernisse, sondern ein ganz gerader Weg. وهذا الطريق إما أن يضاف إلى الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي سبحانه وتعالى وضعه لنا صراط الله نعم. Und dieser Weg, der wird entweder zu Allah zugesprochen, wie zum Beispiel der Weg Allahs, weil ist derjenige, der uns diesen Weg gezeigt hat und ihn uns klar gemacht hat. أو يضاف إلى من يسلك هذا الطريق من هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نعم. Oder dieser Weg wird zugeschrieben zu denjenigen, die diesen Weg gehen. Wer sind die? Das sind zum Beispiel die Propheten und die Wahrhaftigen und die Märtyrer. النبيين الذين أوحى الله سبحانه وتعالى إليهم أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. Die Propheten, das heißt Menschen, denen Allah offenbart hat. Wie zum Beispiel die Gesandten und die Propheten. والصديقين الذين صدقوا مع الله ثم صدقوا مع عباد الله. نعم. Und die Rechtschaffenen, die Wahrhaftigen, das sind diejenigen, die erstmal mit Allah wahrhaftig sind und danach mit den Dienern Allahs wahrhaftig. والشهداء إما أن الشهداء يكون العلماء وكذلك الشهداء شهيد المعركة نعم يصح الجمع بينهم تقول الشهداء هم العلماء وهم من استشهد في سبيل الله نعم Und die Märtyrer, da gibt es zwei Bedeutungen. Diejenigen, die auf diesem Weg für Allah gestorben sind oder diejenigen, die es bezeugen und das sind die Gelehrten. والصالحين هم الذين أصلحوا ما بينه وبين الله فعل الأوامر اجتناب النار وأصلح ما بينه وبين عباد الله نعم. Und die Rechtschaffenen sind diejenigen, die das, was zwischen sich und Allah ist, aufrecht gehalten haben, also wahrhaft gehalten haben, und das, was sie sind auch rechtschaffen zu den anderen Menschen. ثم تستعيد بالله أن تكون من الذين غضب الله عليهم الذين تعلموا ولم يعملوا ومن الذين ضلوا نسأل العافية والسلامة وهذا فيه أن الذين غضب الله عليهم هم أشد لأن لديهم علم لكن لا عمل ثم الذين ضلوا نسأل العافية والسلامة عملوا بلا علم نعم. Und danach, wenn du diese Sure liest, danach bittest du Allah um Zuflucht davor, wie diejenigen zu sein, die Wissen haben und es nicht machen, denn auf deren liegt Allahs Zorn. Und danach suchst du Zuflucht bei Allah, so wie diejenigen zu sein, die Taten machen, aber ohne Wissen. نعم. ثم بعد هذا بهذا انتهت السورة. تقول بعد انتهاء ما من القراءة في الصلاة تقول آمين. التأمين ليس من الفاتحة بإجماع العلماء. نعم. Und nachdem du diese Fatiha, dieses Kapitel gelesen hast im Gebet, dann sagst du doch Amin. Obwohl dieses Amin mit dem Konsens aller Gelehrten nicht zur Fatiha dazugehört. ومعنى آمين أي اللهم استجب يعني استجب لك هذا الدعاء. نعم. Doch das hat eine schöne Bedeutung und zwar bedeutet das, oh Allah, nimm das an. Also dieses Gebet, das wir gesprochen haben, nimm es an. إذن من يذكر لي يعني موضوع هذه السورة على ماذا تحتوي؟ نعم. Wer nennt uns jetzt das Thema dieses Kapitels? Was beinhaltet dieses Kapitel? تحتوي على كل ما في القرآن. Es beinhaltet alles, was in dem Koran ist. التوحيد. Der an Gott glaube. والقصص. Und die Geschichten. والأحكام. Und die Urteile. والجنة والنار. Und das Paradies und die Hölle. وأركان الإسلام والإيمان والإحسان.
und die Säulen des Islam und des Iman und des Ihsan. وقد تقدم معنا انواع التوحيد الثلاثه. Und wie wir bereits besprochen haben, die drei Arten des Tawhid. وإقامة الحجة على الكفار لأنهم أقروا بتوحيد الربوبية لزم من هذا أقرار بتوحيد الألوهية. الحمد لله. لماذا؟ رب العالمين لأنه هو الرب المنفرد بالربوبية وهم أقروا بتوحيد الربوبية كان لزم من هذا الأقرار بتوحيد الألوهية. Und das ist ein Beweis gegen die Ungläubigen, die gesagt haben, dass alles doch Allah gehört, aber wenn sie doch sehen, dass die Herrschaft Allah gehört, hätten sie auch nur Allah anbeten dürfen. كيفية مخاطبة أو دعوة الكفار في هذه السورة؟ نعم. Und hier wird auch beschrieben, wie die Ungläubigen mit Gebet sprechen. وفيها أدب من آداب الدعاء. لأن من آداب الدعاء ومن الأمور التي تستوجب وتجعل الدعاء مستجاب أن يتقدم الدعاء الثناء على الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. ثم بعد هذا كان الدعاء. نعم. Und wir lernen in diesem Kapitel in Sura Al-Fatiha den Anstand, wie man Allah bittet. Wir haben gesehen, dass erstmal Allah gelobt wird und seine Namen und Eigenschaften gepriesen werden und dass er als der Herr des Gerichts, der Herr am Tage des Gerichts beschrieben wird und dass gesagt wird, wir alleine dienen wir und nicht allein bitten wir um Hilfe. Und dann erst wird Allah etwas gebeten. إثبات صفة الكمال لله سبحانه وتعالى. Und es wird bestätigt, dass die Vollkommenheit Allah gehört. نقص المخلوق وكمال الخالق سبحانه وتعالى. Es wird bestätigt, dass das Geschöpf mangelhaft ist und Allah vollkommen ist. التخويف من اليوم الآخر وإثبات الجزاء والحساب. Und in dieser Sura bekommt man Angst vor dem Tag des Gerichts und man lernt, dass es eine Abrechnung gibt, eine Belohnung und Bestrafung. وجوب صرف العبادة لله سبحانه وتعالى ومن صرف منها شيء لغير الله هو شرك كافر. Und es, man lernt in dieser Sura, dass es Pflicht ist, jede Anbetung an Allah zu richten und dass alle Anbetungen, die jemand anderen zugerichtet werden, dass die einen Menschen zum Ungläubigen machen. الإيمان بالقضاء والقدر. Und das ist auch in welchem beinhaltet der Glaube an die Vorherbestimmung. لابد أن تجمع بين أن الله سبحانه وتعالى كتب مقدر كل شيء وأنك تعمل وتحسن الظن في الله سبحانه وتعالى. Und du musst verbinden zwischen diesen zwei Sachen. Und zwar der Glaube daran, dass Allah alles schon vorher bestimmt hat und dass du gut über Allah denkst und Taten bringst. وفيها قلنا أحسن دعاء. نعم. Und wir haben gesagt, dass hier drin das Beste mit Gebet drin steckt. وفيها إثبات رسالة ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Und hier drin steckt auch die Bestätigung, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم entsandt wurde. الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. Und der Glaube an alle Propheten und Gesandten. فيها الإشارة إلى خلافة الصديق رضي الله عنه. Und es ist darin ist ein Vorzeichen, eine Andeutung darauf, dass Abu Bakr as-Siddiq der Khalifa, also der Nachfolger des Propheten sein wird. Ein. Wo? Ein الإشارة إلى خلافة الصديق رضي الله عنه. نعم. نعم. إحنا قلنا اهدنا الصراط المستقيم. من هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين؟ الصديقين. وصديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه. نعم. فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من يتولى الخلافة؟ الصديق رضي الله عنه. نعم. Der Beweis darin ist, dass gesagt wird, der Weg derjenigen, den Allah Gnade erwiesen hat von den Propheten und den Wahrhaftigen. Und nach dem Prophet, wer ist der Wahrhaftige in dieser Umma? Abu Bakr as-Siddiq. التحذير من الفرق الضالة. Und die Warnung vor den irregeleiteten Gruppen. ومن مخالفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. Und die Warnung davor, etwas anderes zu tun als der Prophet صلى الله عليه وسلم und die Sahaba. نعم. وغير هذا من الأمور التي يعني لابد أن تمر علينا أثناء القراءة والتدبر في هذه السورة المباركة. نعم. Und weitere Angelegenheiten, die wir lernen werden, während wir diese verschiedenen Kapitel durchlesen. نعم. كل واحد يذكر لنا فائدة استفاد من درسنا هذا. نعم. الهداية إما هداية الدلالة والإرشاد وتبيين أو هداية التوفيق. ونطلب من الله سبحانه وتعالى عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم أي هداية؟ لابد أن تطلب هداية أن يدلك على الطريق ويوفقك إلى سلوكه. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدني وسددني. نعم.
ويوفقني لسلوك هذا الطريق. نعم. Wir werden jetzt jeder einzelne etwas aufzählen, was er heute gelernt hat. Und der Buddha hat genannt, dass er gelernt hat, dass es zwei Arten von Rechtleitung gibt. Einmal die der Klarlegung und einmal die des Erfolges von Allah, dass man auf diesen Weg geht. نعم. إن سورة الفاتحة تنقسم إلى ثلاثة. سورة الفاتحة كما ورد في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال محجدني عبدي. ثم إذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. هذا القسم الثاني. قسم الثالث يسأل الله سبحانه وتعالى. نعم. Wir haben heute auch gelernt, dass die Sura Fatiha dieses Kapitel sich spalten lässt, also in Teile. Und wir haben gelernt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass Allah sagt, ich habe das Gebet zwischen mir und meinen Diener in zwei geteilt. Wenn mein Diener sagt, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, sagt Allah, mein Diener hat mich gelobt. Und wenn der Diener sagt, der Al-Abama, der Barmherzige, sagt Allah, mein Diener hat mich gepriesen. Und wenn der Diener sagt, der Herrscher am Tag des Gerichts, sagt Allah, mein Diener hat mich verherrlicht. Und danach sagt der Diener, dich allein beten wir an und dich allein bitten wir um Hilfe. Dann sagt Allah, das ist zwischen mir und meinem Diener und meinem Diener gebührt, was er fragt. Und danach bittet der Diener Allah um Rechtleitung. Na, فيها أنواع التوحيد الثلاثة. توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعم. In dieser Sura al-Fatiha haben wir gelernt, dass die drei Arten des Tawhid enthalten sind. نعم. فيها الدعاء أو من آداب الدعاء أن لا بد يتقدم الدعاء بالثناء على الله سبحانه وتعالى. نعم. Und hier lernen wir auch den Anstand, wie bittet man Allah. Und zwar erstmal, dass man ihn Lob preist und ihm die Anbetung zuschreibt und danach etwas bittet. أفضل الدعاء إلا بالتوحيد. نعم. Und es ist unmöglich, liebe Geschwister, dass dein Gebet bei Allah angenehm genommen wird, außer dadurch, dass du an Gott glauben hast. نعم. التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. Und wir haben gelernt, dass der an Gott glaube sich in drei Teilen lässt: der an Gott glaube in der Herrschaft und der in der Anbetung und der in den Namen und Eigenschaften. نعم. القول آمين بإجماع العلماء هذا ليس من الفاتحة ومعناه اللهم استجب. dieses sagen von آمين am Ende der Fatiha das nicht zur Fatiha gehört und das bedeutet oh Allah nimm an. وكذلك الاستعاذة والبسملة ليست من الفاتحة. und wir haben gelernt dass das Zuflucht suchen und dass die Basmala nicht zur Fatiha gehört. نعم. البسملة البسملة لا تنسى فيها الفاتحة. طيب ليست من الفاتحة ولماذا تستعيذ وتبسمل؟ استعيذ لأن الشيطان يحاول يتركها. نعم. فلو قال لك قائل أنت الآن في عبادة وقرأت قرآن لماذا تستعيذ؟ تستعيذ عند المعصية يعني أمام المعصية تستعيذ حتى لا تعصي، لماذا تستعيذ هنا عند الطاعة؟ نعم. dass der uns von diesem Weg abhält. Warum suchen wir Zuflucht, während wir gerade Koran lesen? Es ist doch eine gute Tat. Wir suchen deshalb Zuflucht, dass wir Angst haben davor, nicht weiterzumachen auf diesem Weg. Weil der Shaitan von uns nicht will, dass wir gute Taten bringen. Und wir sagen deswegen Bismillah, also vor dem Lesen, weil wir wollen von Allah, dass Segen in diese Sache reinkommt. Alles, worin du Allahs Namen erwähnst, wird Segen rein. Naam. Ar-Rahman, Rahim. Naam. Das ist Ar-Rahman für die alle Geschöpfe sind und Ar-Rahim für die Gläubigen. Ar-Rahman, Ar-Rahman al-Aam, Ar-Rahim, Ar-Rahman al-Khassa, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman al-Aam, Ar-Rahman al-Khassa. ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين العامة تشمل كل مخلوق. نعم. Die Barmherzigkeit Allahs, der alle Erbarmer bedeutet, dass er alle Geschöpfe sich erbarmt, also barmherzig ist.
Und der Barmherzige, Ar-Rahim, bedeutet, dass er für seine gläubigen Diener barmherzig ist. Naam. أسماء سورة الفاتحة نعم من أسمائها أم القرآن أم القرآن لأنه كل ما في القرآن يوجد في هذه السورة وتسمى الفاتحة لأنه افتتح بها القرآن وتفتتح بها الصلاة السبع المثاني إلا من سبع آيات Die sieben Beispiele, weil sie aus sieben Versen besteht. وتسمى رقية. نعم. Und sie wird genannt eine Heilmethode. وكذلك تسمى الشافية لأنها شفاء بإذن الله. نعم. Und sie wird genannt die Heilende, weil sie eine Heilung ist mit Allah selber. نعم. نعم. هنا تشمل كل لحظة في كل العبادات. نعم. تقول عندما تقول اهدنا أي علمنا ووفقنا الى السلوك او العمل بالعلم نعم und du sagst leite uns recht das bedeutet bring gib uns den erfolg dazu das was wir lernen auch umzusetzen auf diesen weg zu gehen وان لا نعبد الله سبحانه وتعالى الا بما شرع نعم und wir bitten Allah nur damit an was er uns vorgeschrieben hat نعم الفاتحه تجمع كل ما في القران من الايمان بالله قلنا كل ما في القران موجود في الفاتحه ففيها الأركان الإسلام والإيمان والإحسان والقصص والتوحيد صحيح والأحكام وغيرها نعم. Wir haben gesagt, dass die Fatiha alles sammelt, was im Koran ist. Das heißt, die Säulen des Islam und die Säulen des Iman und die Säule des Ihsan und die Geschichten im Koran und die Urteile im Koran. Alles ist in der Fatiha. نعم. Amin. نعم أنه بعد الدعاء بعد هذا تقول اهدنا الصراط المستقيم في الصلاة تؤمن بعد تأمين الإمام أو إذا كنت تصلي يعني وحدك تؤمن كذلك أي معناها اللهم استجب نعم Und dieses Amin sagt, haben wir gesagt, wenn du im Gebet bist, dann sagst du dieses Amin, nachdem es der Imam gesagt hat. Und wenn du alleine bist, sagst du es, nachdem du die Fatiha beendet. نعم أبو بكر الصديق ذكر في نعم الإشارة إلى خلافة الصديق رضي الله عنه هذا موجود في الفاتحة نعم eine Andeutung darauf dass Abu Bakr der Nachfolger des Propheten sein wird ist in der Fatiha وأن أفضل الصحابة und dass er der beste der Sahaba والإشارة إلى فضل الصحابة رضي الله عنهم und dass auch eine Andeutung darin gibt dass die Sahaba einen hohen Wert haben واتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم Und es ist eine Andeutung darin, dass man das befolgen muss, was der Prophet und die Sahaba und die Rechtschaffenden gemacht haben. Und es ist eine Warnung darin, dass man sich vor den irregeleiteten Gruppen fernhalten soll. Und dass jeder, egal wer er ist, der den Propheten der Lüge bezichtigt, dass er ein Ungläubiger ist. Na. Die Hujja gegenüber den Kuffar, gegen die Muschelkum. إقامة الحجة عليهم نعم لأنهم أقروا بتوحيد الربوبية وكان لزوم من هذا الإقرار بتوحيد الألوهية نعم und dass der Beweis gegenüber den Ungläubigen erstellt ist weil wenn sie an die Herrschaft Allah glauben dann hätte das sie auch dazu bringen müssen nur Allah anbeten zu können وفيها كيفية دعوة الكفار نعم und كيفية دعوة الكفار يعني كيف ندعو الكفار ندعوهم بهذه السورة بالتوحيد نقول لابد أن تحمد الله لأنه هو رب العالمين نعم und wir lernen hier in dieser Fatiha wie wir die Ungläubigen zum Islam einladen dadurch dass wir ihnen sagen wenn ihr auch bestätigt dass Allah der Herrscher ist dann müsst ihr auch bestätigen dass er alleine angebetet wird ولابد أن تؤمنوا بالأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام جميعا Gesandten und Propheten glauben نعم غيره المغضوب عليهم هم من غضب الله سبحانه وتعالى عليه من تعلموا ولم يعمل نعم und diejenigen die im Surah Al-Fatiha erwähnt werden über denen der Zorn Allah sieht die Juden sind diejenigen die gelernt haben aber nicht getan haben وهو أخطر ممن ظن نسأل العافية السلامة يعمل بلا علم نعم und das ist noch viel gefährlicher als diejenigen die Taten machen ohne Wissen أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
موعدنا إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب. بإذن الله إن شاء الله نلتقي بعد كبير. الله تعالى سمع فوق فلان.